Lords of the Fallen ist endlich spielbar und ich zeig dir heute, wie du nach nicht mal 10 Minuten Spielzeit dir dieses geile Anfängerschwert holen kannst, wodurch dir der Start um einiges leichter gemacht wird. Doch bevor wir anfangen, möchte ich noch auf ein sehr, sehr großes Giveaway auf meinem Twitch-Kanal aufmerksam machen. Ihr könnt dort nämlich Spiele-Keys von Lords of the Fallen gewinnen und zusätzlich haben wir einen Death-Counter am Laufen, wo pro Tod 1 Euro in einen Topf kommt. Nach Ende des ersten Walkthroughs verlose ich dann den kompletten Topf an euch. Sterbe ich also 500 Mal, könnt ihr 500 Euro gewinnen. Zusätzlich haben wir noch regelmäßige Giveaways am Laufen in Form von Guthabenkarten eurer Wahl, also schaut doch gerne mal live vorbei. So, und nun, genug Palabert, starten wir direkt rein. Ich erkläre das Ganze hier ohne groß zu spoilern oder sonstiges. Also, ihr spielt die ersten Minuten einfach ganz regulär und kommt dann automatisch irgendwann zu diesem einen Punkt. Wie gesagt, grober Schätzwert liegt hier circa bei 10 bis 15 Minuten. Startpunkt für euch sollte Überreste von Marco der Axt sein. Den erhaltet ihr automatisch, nachdem ihr bei dem Minion, welches wir gleich farmen wollen, einfach den Weg ein bisschen weiter geht. Den könnt ihr wirklich nicht verpassen. Dort oben dann den Punkt aktiviert, lauft dann hier einfach die zu sehende Route zu dem Minion runter und legt diesen dann immer und immer wieder. Und ja, denkt dran, das ist kein garantierter Drop. Das bedeutet, ihr werdet wohl das ein oder andere Mal dorthin watscheln müssen. Aber ein positiver Nebeneffekt ist, ihr könnt zusätzlich noch andere Rüstungsteile von ihm erhalten und könnt mit der gewonnenen Erfahrung euch gleichzeitig hochleveln. Also Win-Win eigentlich. Ihr könntet euch kurz bevor ihr den Dude legt auch noch töten lassen, wodurch ihr dann in Umbral wieder aufersteht, wodurch die Loot-Chance zusätzlich nochmal steigen soll. Ich habe die ganze Geschichte hier in circa 30 bis 45 Minuten gefarmt und hatte danach dann mein erstes Schwert. Ihr könntet natürlich auch noch so lange weiterfahren, bis ihr dann zwei habt und diese dann auch jeweils in einer Hand führen, was auch ehrlich gesagt ziemlich geil aussieht. Ich selber habe mich erstmal nur für eins entschieden, um euch denn hier dieses Video zu machen. Was dieses Schwert jetzt aber so besonders macht, ist, dass es Feuerschaden über Zeit austeilt, was gerade zu Beginn sehr, sehr hilfreich sein kann. Das heißt, gerade gegen Gegner mit etwas mehr Lebenspunkte oder vielleicht Bosse ist das auf jeden Fall von Vorteil. Denkt auf jeden Fall noch an die jeweilige Skalierung, damit ihr das Schwert auch vernünftig führen könnt und dann seid ihr eigentlich auch schon ready to go. Hier auf dem Video habe ich das Ganze nochmal mit Feuersalz überzogen, wodurch das Schwert mit Flamme überzogen wird. Nicht, dass ihr euch gleich noch irgendwie wundert, hä, warum brennt mein Schwert jetzt nicht und bei ihm aber schon. Ja, das liegt an der Feuersalze. Ja, und falls euch das Ganze jetzt hier irgendwie geholfen hat, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen, denn der zeigt YouTube, dass das Video nützlich war und schlägt es dann noch anderen vor, wodurch denen dann auch geholfen werden kann. Oder falls du in Zukunft nichts mehr zu Lords of the Fallen verpassen möchtest, lass dem Kanal doch gerne ein kostenloses Abo da. Ich weise nochmal auf unsere Giveaways bei Twitch hin, auch hier bist du natürlich herzlich willkommen. Leider können wir die ganze Geschichte mit Twitch erst richtig am Montag starten, da ich das Wochenende nicht zu Hause bin und ich das hier jetzt noch kurz vor Abreise für euch aufgenommen habe. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen geilen Start zu Lords of the Fallen und damit melde ich mich ab. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.